Seit nunmehr 60 Jahren ist der St. Veiter Fasching ein Bestandteil des Kärntner Kulturgeschehens. Dancing-Star Andy Kainz, jetzt bekannt als Herzog Andy der Erste, eröffnete das Jubiläumsprogramm. Wisst ihr, wie oft wir schon gaben uns die Ehr und euch die Narren auf der Bühne hier im Licht? Doch ein Ende ist nicht in Sicht. 60 Jahre gab's schon Männer mit langen Haaren, war das Publikum auch schon zu toll. Sie sangen Nada! Woi, woi! Da kommt jetzt aus die Frage rein, dafür seid ihr noch zu klein, dass ich da will wieder rein. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Die Regie liegt in den bewährten Händen von Peter Marktl. Er fordert seine Akteure schon bei den Proben zu Hochleistungen. Ein wichtiger Faktor dabei ist die... Die Zeit, weil jeder hat ja noch einen Brotberuf auch nebenbei. Und wir haben ja im Prinzip nur eine Woche, wo wir ganz intensiv Kleinigkeiten abstimmen können. Und der Rest muss von den Darstellerinnen, Darstellern, Tänzerinnen kommen. Und das ist das Schwierige. Und das wurde von den Akteurinnen und Akteuren meisterhaft geschafft. Hansi Hintersteher! Ja, wir als Stadt sind sehr, sehr stolz. 60 Jahre Faschingsgilde, das ist schon was Besonderes. Und es hat ja nicht jede Stadt eine Faschingsgilde. Und deswegen sind wir irrsinnig froh. Und das Besondere ist, dass man 60 Jahre lang jedes Jahr wieder ein tolles Programm auf die Bühne bringt. Und da braucht man gute Akteure, gute Regisseure und ein tolles Team. Und das haben wir in St. Veit. Der Baumeister Salinger hat da so ein Pech gehabt, der ist Konkurs gegangen. Ja, der ist jetzt komplett untergetaucht. Angeblich hat er sogar den Namen von seiner Frau angenommen. Er heißt jetzt Sabine. Das Größte beim Fasching dabei zu sein, ist eine gute Frage. Das Größte ist für mich, wenn man so eine Premiere hat, richtig nervös ist und dann rausgeht und das Publikum applaudiert und lacht. Das ist das Schönste, was es gibt. Ich liebe die schauspielerischen und musikalischen Darbietungen von der Faschingsgilde St. Veit. Ich bin vorbelastet dank meines Vaters und ja, genieße den Abend immer sehr. Der Film ist jetzt auf BTV. Der ist so ein Hit, nur nicht für Sie. Der Film kriegt der Kali von der Runde ein Deutschen ganz gesunde. Es ist ein Spitzenprogramm, es macht richtig Spaß, es wird gesungen, es wird gelacht. Gratulation zu diesem fantastischen Programm. Aber wenn man unten sitzt und sieht, was die Gün-Mitglieder, was vor allem die Akteure leisten und man weiß ja, wie viel Arbeit da dahinter steckt, dann ist das schon eine coole Geschichte und das ist ja heute wieder eine Bombensitzung, muss ich sagen. Alle Achtung! Na, ich habe letztens bei einem Radio-Gewinnspiel mitgebracht, der fragt mich der Moderator, nennen Sie mir einen Wochentag, der auf G endet und Sie gewinnen zwei Karten für Helene Fischer-Konzert. Na, was ist leid? Was hast du gesagt? Mittwoch! Ich bin immer überrascht, wie lebendig der Fasching ist, wie sehr er sich verändert. Das ist, ich gehe immer gerne her. Heutzutage muss man singen können, um Faschingsakteur zu sein. Das war früher anders.
Aber es ist großartig und mir gefällt die Kritik, die sie immer wieder gut verstecken und der lustige, die lustigen Aspekte ganz einfach, dass man unbeschwert lachen kann und einmal einen Abend Spaß hat mit Freunden. Was machen eigentlich die St. Veiter Stadtpolitiker im Fasching? In der Zeit muss ich natürlich alles mit unserem Herzog, mit dem Andi, den Ersten bereden. Das heißt, mein Telefon läutet eigentlich den ganzen Tag und ich frage, was ich jetzt tun darf und was nicht. Schulenz ist ja natürlich jedes Jahr was anderes und es war schon eine Herausforderung. Vor allem es sind sehr viele Lieder und nicht nur so 2 Minuten, sondern wirklich 6:30 Minuten, die wir tanzen. Aber schlussendlich haben wir es hingekriegt und geschafft. Ich bin Podologin. Ich mache Füße. Prothesen? Nein! Sie pflegt und behandelt die Füße fremder Leute. Ja, aber da weißt du wieder. Ich bin Arrangeurin. Ingenieurin! Donnerwetter! Na, ich bin Arrangeurin im Bereich. Musik? Na, eher Kartons. Ich arrangiere den Schrocken beim Hofer. Was? Und davon kann man leben? Na, aber wenn ich nebenbei ein bisschen spielt, dann komme ich ganz gut aus dem Haushaltsbein. Was? Spaß! Der Mauerflug beerbt das Kind, der Pfarrer sagt, es ist ein Sünd. Das Jugendamt, wir zahlen nix. Ein guter Bua, ja, das ist wirklich fix. Angelika Salbrechter hat schon als Jugendliche die St. Veiter Narrenbühne erobert. Also ich war schon nicht volljährig zwar, aber so 12, 13 Jahre wäre ich wohl gewesen sein, wo ich angefangen habe. Es ist wirklich jedes Jahr für sich ein Highlight und das ist immer die Kunst, glaube ich, jedes Jahr ein Programm auf die Bühne zu bringen. Und immer wieder was Neues zu machen und ich glaube, die Leute geben es uns zurück, weil wir sind 5-mal ausverkauft, also was Besseres kannst du nicht haben, glaube ich. Ich wünsche der Gülde auch weiterhin einen guten Zusammenhalt und dass einfach die Gaude und der Spaß auch trotzdem im Vordergrund bleibt und dass es Spaß macht, auf der Bühne zu sein für jeden Einzelnen, der da mitmacht. Gell? Ja.